motivar, acho que eu cheguei depois do Sport, como unsere Nordrhein Fußball. Und ich bin gerade wieder in sein Ulbex-Haus. Das war vielleicht eine Scheune vorher. Da sind so Ringe, das sieht aus, als ob jemand gespielt hätte mit Blockumiringen. Das sieht aus wie eine Dichtung oder so. Eigentlich sollte es heute Sonne scheinen. Davon merke ich nichts. Und ich habe auch noch Sportschuhe an, die sind jetzt schön noch nichts. Dafür habe ich eine Lederjacke, Lederhose. Die sind Regenschutzgeigen. Es ist mitten am Morgen. Normalerweise bin ich eigentlich nicht so früh wach, aber in letzter Zeit schon. Es ist 9.18 Uhr. Ich habe jetzt vergessen, wie die Richtung heißt oder die Straße. Ich schreibe später vielleicht dazu. Auf jeden Fall habe ich die schon vor einer Woche gefunden und eigentlich schon mit dem Handy Fotos gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ich war viertes Mal auch ein bisschen. Auch hier muss man aufpassen, weil mein Hintergrund schon, weil es regnet und meine Schuhe ist schon durchnässt, weil ich keine Lust habe, auf Pisten zu steigen. Ja, am Morgen Stress, unnötig, und am Abend Stress. Deswegen habe ich mir gedacht, falls das heute wieder so ist, gehe ich raus. Ich habe morgen was Wichtiges vor. Das ist teilweise sogar schon bezahlt, obwohl ich mir das eigentlich nicht mehr leisten kann. Aber ich kümmere mich jetzt eben um mich. Und es ist eine wichtige Erledigung und ich muss wohin, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber vielleicht muss ich in ein, zwei Jahren sowieso in die Stadt. Und da wäre es gut, dass ich mich auskenne und die Kamera nehme ich mit. Ich hoffe, es läuft alles gut. Ich habe mir den Fahrplan angeschaut, die Umgebung. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich wollte eigentlich über die Reise hierher reden. Vielleicht mache ich das jetzt, wenn ich was vergesse, dann rede ich darüber im nächsten Video. Wie so oft. Also die Reise, ich war 1,5 Stunden zu früh, war beim Bus. Und habe eigentlich auch wenig geschlafen. 6-7 Stunden, ja, geht gerade noch so. Wenn ich dauernd nur 6 Stunden schlafe, schlafe ich irgendwann durch. Das ist mir zu wenig. Meistens muss ich leider 8 Stunden schlafen und heute habe ich auch nicht so viel geschlafen. Ich habe den Wecker früher gestellt, weil ich den morgen noch früher stellen muss. Wird es wahrscheinlich noch dunkel sein, wenn ich auf dem Weg zum Bahnhof bin. Wenn es nicht klappt, dann bin ich sauer, weil die Hälfte schon bezahlt ist. Auf jeden Fall, ja, die Reise. Da habe ich geschaut, dass ich eine ähnliche Route nehme wie letztens, damit ich nicht durcheinander komme. Das versuche ich eigentlich immer. Und habe mir alles fein sauberlich aufgeschrieben, sogar zweimal wegen Fehler, und dass das richtig aussieht. Damit ich nicht dauernd Linienpunkte geschrieben und durchgestrichen und so. Ja, so wie viel Blöde. Also wann muss ich da sein? Wie wann fährt es los? Wie lange dauert der Anstich? Ja, wie viel muss ich zahlen? Wie viel habe ich schon gezahlt? Ja, dann habe ich ein paar Tage vorher, 3-4 Tage vorher eben den Bus reserviert. Also, apropos reservieren, jetzt gibt es Reservierungen, das gab es vorher nicht. Und das Info bzw. Kasse ist jetzt woanders. Und dort ist gleich ein Einkaufscenter. Und das war vorhin eigentlich beim Schalter. Und beim Schalter kann man nur noch Informationen kriegen, falls jemand da steht, oder man kann auf die Tafeln schauen, wann die Busse abfahren. Ja, war diesmal auch auf Platz 4, so wie letztens. Und da stand eben Süd Berlin, also das wäre die Endstation. Und zwischendurch war bei Park Rheinze und noch irgendwo. Also 2 Stationen und dann Dresden, Hauptbahnhof, und dann scheinbar Berlin. Und egal wo du aussteigst, du musst die ganze Fahrt zahlen. Man kann es reservieren, das Reservierte war meistens unten, deswegen war ich das mal oben, falls das jemand bemerkt hat von Videos und Fotos her. Dort, was, wie war das, was grün ist, da, wo so ein graues Feld war, war reserviert. Diesmal waren aber nicht so viele Leute da, also es war nicht so voll wie letztens, zumindest oben nicht. Unten habe ich nur kurz geschaut, als ich aufs Klo musste, und dachte, ich bin 6,5 Stunden gefahren. Ja, ich war 10 bis 14 Stunden unterwegs, schon weil ich ja früher rausgegangen bin. Dann hätte man an diesem Busbahnhof aufs Klo gehen können, aber für 1 Euro oder so. Also habe ich geschaut, dass ich noch vorher aufs Klo gehe. Den Schlüssel habe ich dann im Postfach getan. Meine Schwester hat den Ersatzschlüssel, bei der Schlüsselübergabe gibt sie dann eben alle her.
und die restlichen Papiere sozusagen eigentlich unwichtig. Hunderte Nobels, mein Großkopf, so ich bin schon geworden, oder so ähnlich. Blödsinn ist die Schreibung. Von so interpretierte Magistratsblödsinn von Abgehörner. Das erfahre ich immer zum Schluss, wo ich keinen Kopf mehr habe und eigentlich losfahren muss und schauen muss, ob ich hier alles eingepackt habe. Aber wo einpacken, beim Einstieg musst du deinen Ausweis herzeigen. Die Reservierung wird dann gescannt. Ich weiß nicht, ob man kurz davor was kaufen kann. Ich glaube nur auf gut Glück, falls ein Platz frei ist. Also wenn man zum Beispiel eine Reise verpasst hat, fahren die jede Stunde oder jede zweite auch in die Richtung. Und dann musst du halt dort warten, vor Ort. Ja, wie gesagt, dort gab es eigentlich eh Kleinigkeiten zu essen, denke ich, aber das musst du halt eben alles bezahlen, auch noch. Und ich habe einen recht günstigen erwischt, das kostet so von 16 bis 80 Euro. Die fahren ja auch in andere Richtungen. Dann gibt es welche beim Hauptbahnhof. Ich bin bei Erdberg eingestiegen und da bin ich noch mit der U1 zu 3, ja, und mit der U3 weiter zu Erdberg. Obwohl beim Hauptbahnhof in der Nähe wäre, aber die fahren nur seltener und da kostet es ab 30 Euro. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre lieber wieder zum Erdberg, da kenne ich mich hier aus. Ja, du musst halt selber schauen, welcher Bus das ist. Da fragt keine nach, sind sie da, die Reservierung bestellt hat. Du musst selber rausfinden, welcher Bus das ist, aber man steht dann eben vorne. Manche fahren nur in die Slowakei, manche nur nach Tschechien, manche gehen durch nach Berlin und manche sogar in die Schweiz und so. Also wie auch immer, mein Koffer wurde gewogen, man stellt sich halt an. Vorhin war es so, wenn du dich nicht anstellen musst wegen Koffer, kriegst du halt gleich einen besseren Platz. Also diesmal war es so, dass ich mich halt anstellen musste und auch noch Reservierungen waren, da hatte ich nicht viel Auswahl. Aber ganz vorne kann man eigentlich nicht sitzen, vor allem unten, das ist der Fahrer und der Nebenfahrer. Da kann man einen Kaffee kaufen und ja, den habe ich mir nicht gekauft, weil der hat das so hochgehoben und es ist zu schwer, das ist dann so komisch gewogen. Diese Waage kenne ich von, wenn man Fische oder sowas wiegt am Markt. Von früher kenne ich das. Und da musste ich extra drauf zahlen, 8 Euro irgendwas, das hat man mir nicht gesagt. Ich habe extra gefragt, was ist, wenn er 3-4 Kilo mehr wiegt. Ein Ticket quasi kaufen, das ist eigentlich so 2-4 Blätter mit Info, wo du aussteigst, Umgebung, Planung, wann du erfährst und so weiter. Und konnte dann endlich rein. Nach 1-2 Stunden macht man einen Schritt zum Rauchen oder zum Passagierkreise wechseln. Und das Mal bin ich eigentlich in einmal rausgegangen zum Rauchen, glaube ich. Und ja, das war aber leider zu spät. Eigentlich kann man schlafen, wenn man das Video ansieht, hört man vielleicht hinter mir eine, die schläft. Ich habe zwischendurch Chips gegessen, die vor mir, da waren im Pärchen. Die haben ein Bier getrunken, also ein recht günstiges 49 Cent im Stall. Kitzinger heißt der, genau, Kitzinger. Und rechts von mir saß eine Omi, die scheint im Urlaub gewesen zu sein. Die hat aber auf Englisch geredet, dann mit einer anderen. Ja, zwischendurch sind wir stehen geblieben und ohne Grund scheinbar. Und dann hat sie den Fahrer gefragt, warum. Und da gab es halt eben einen Fahrerwechsel. Das gab es letztes Mal nicht, aber vielleicht sonst fahren die zu lange durch und brauchen halt eine Pause. Ja, hier war ich am Klo zwischen der Fahrzeug, denn es ist so klein. Und dann musste ich sagen, Klopapier bitte. Nach 20 Minuten hat er gesagt, es gibt nach 20 Minuten schon kein Klopapier. Und dann hat er halt Klopapier reingetan, dann habe ich gesagt, ich brauche keins, ich habe Taschentücher mit, aber für den nächsten bitte halt. Und ein kleines Waschbecken, ein Klo zum Spülen, Waschbecken zum Spülen. Und wenn man Handtücher hat, halt sie noch da, die kann man auch vorne wegschmeißen. Aber dann kommt von irgendwie so ein Pft. Das ist beim ersten Mal überrascht, dann gab es so einen Duft oder so Desinfizierungsgel. Ja, gibt es auch Mist, entweder vorne beim Fahrer oder mit dem Klo, das habe ich das mal nicht gesehen, falls du Verpackungszeugs hast. Ich konnte nicht schlafen, natürlich wieder mal bei solchen Reisen. Gut, dann kam ich halt in Dresden an und hatte
20 bis 30 Minuten Zeit zum Umsteigen, und das finde ich am idealsten. Hier zieht so krass, als wenn ich halt nicht. Das finde ich ja am besten. Und diesmal habe ich mir genau aufgeschrieben, wie der Zug heißen sollte, wann er abfahren sollte. Ich habe trotzdem nochmal den Kontrolleur gefragt. Da ist immer ein Kontrolleur dabei, das wissen wir nicht so. Vor allem nicht in Regionalzügen, die ja nur in Wien fahren. Und der Kontrolleur nur, wenn es bei der Grenze ist, wie viel ich weiß. Und wenn du einen Zug weiter nach außen fährst, dann kommt da schon ein Kontrolleur. Da kommt fast bei jeder Station eine von beiden. Also durch die Waggone. Ja, und dann habe ich eben das zwischendurch gefilmt. Und der letzte Zug, den habe ich ja letztens nicht gehabt. Da bin ich zwar auch bei Hoyerswerda, glaube ich, umgestiegen, aber diesmal ist er durchgefahren, keine Zwischenstopps. Da habe ich einen Fahrgast gefragt, ob das eh so ist, fährt er durch bis Falkenberg. Na so, ja, genau. Okay, dann habe ich eben den Rest gefilmt, bin dann angekommen mit einem zu schweren Koffer. Mein Bärchen hat mich abgeholt mit dem Fahrrad, komischerweise. Er muss doch damit gerechnet haben, dass er vielleicht schleppen sollte. Wenn ich davor Urlaub hier, ich bin eigentlich ausgewandert. Dass ich da Ballast den Koffer mit habe, habe ich ihm eigentlich gesagt. Ich stehe jetzt das da rein. Und ja, sie ist auch machen. Ja, er hat es dann geschleppt und schon beim Aussteigen beim Zug, weil ich schon so verwirrt, es war schon Abend, so 20 Uhr 57 eigentlich schon. Weil beim Umstieg hatte ich beim nächsten Zug nur 8 Minuten gehabt. Das ist zu wenig, um eine zu rauchen oder mir eine Karte zu kaufen und auch noch beim Gleis zu sein. Das habe ich diesmal gewusst eben. Und bin nicht zum Info, sondern habe mir gedacht, ich rauche keine, aber ich kaufe nur eine Karte, und dann gab es eh schon Schwierigkeiten. Genau, schon bei Dresden. Die eine Maschine hat keine Scheine angenommen und die andere keine Scheine. Die dritte endlich hat es angenommen. Da habe ich 20 Minuten rumgetan oder was, 10 Minuten getan. Außerdem hatte der Bus Verspätung, er war nicht so geplant um 17 Uhr oder so da, sondern um 17.07 Uhr oder sowas. Wenn da auch noch Verspätungen sind, man sollte halt immer Wartezeit von 20 Minuten einbeziehen. Falls da Verspätungen sind oder Verzögerungen wie beim Automaten. Okay. Also als ich dort angekommen bin, hat es schon so komisch gerochen. Ich habe mir gedacht, kommt es von den Zügen. Dann habe ich eine geraucht. Aber eigentlich darf man da nicht rauchen. Okay, das habe ich dann später gesehen. Das ist ja nicht rauchenschild. Habe ich einen von den, wieder von den Kontrolleuren oder Zugfahrern gefragt, ob man nur in die Richtung rauskommt oder in die. Und er hat gesagt, ja, in die. Und dann eben ist mir aufgefallen, ich habe ihm gesagt, er soll mich wahrscheinlich bei Bahnsteig 7 abholen, am besten bei Bahnsteig 3. Das kann ich vorher nicht wissen. Einmal war es Bahnsteig 3, einmal bei Bahnsteig 7. Letztens war es 7, und das war letztes Mal der dritte, und diesmal war es wieder der dritte Bahnsteig. Gut, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen auf der anderen Seite mit dem Fahrrad, aber ich habe jetzt das Fahrrad nicht wahrgenommen. Ich habe erwartet, dass nur er da ist. Und dann bin ich zum Lift und dann bin ich runter und eben schon beim Haupteingang gewesen. Und er hat mich dann so zitternd umarmt, dass er echt süß. Und dann musste er leider meinen Rucksack auch ziehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch mehr komisch verbrannt nach Plastik oder Gummi, ich weiß nicht. Und dann habe ich teilweise gezogen und dabei habe ich das Fahrrad geschoben und dann haben wir uns abgewechselt. Weil ich habe nicht eingedacht, dass die Straßen hier nicht überall eben sind und so. Da ist hier auch Trampelwege oder Risse oder so. Damit muss man halt in jeder Stadt auch rechnen. Dann begegnen, obwohl es schon Nacht war, da ist es nicht so super toll gelaufen. Habe ich gemerkt, mit den Rollen stimmt was nicht. Und dann, als ich da war, habe ich gemerkt, dass die Rollen quasi geschmolzen sind, Gasbild. Ja, und dann waren wir oben sofort wieder. Und ja, ich weiß, er hat kein Licht auch, aber ich hatte schon ein Licht. Und dann war ich fix und fertig und wir sind erst im Tag drauf zu den Eltern im Hotel gegangen. Ja, das war es eigentlich.
von der Fahrt her, mehr fällt mir dazu nicht ein und ich habe unterwegs eigentlich auch nichts gegessen. Ich weiß nicht, ich kann nicht essen, wenn ich unterwegs bin. Morgen bin ich wahrscheinlich 6 bis 8 Stunden unterwegs, ganz alleine und auf mich gestellt. Und weil es gerade alle so trotzig sind und rumschmollen, wissen die nicht, dass ich morgen nach Leipzig fahre alleine. Auch egal, ich zähle die Reise. Soll ich trampen oder was? Müsste ich wissen, in welche Richtung man nach Leipzig fährt und dort dann jeden Fahrer fragen. Also hier fahren nicht alle paar Sekunden Autos vorbei, auf jeden Fall. Ja, aber über die Stadt, die Unterschiede und Ähnlichkeiten oder so werde ich das nächste Mal. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder was zu fotografieren oder zu filmen. Kann ich jetzt nicht sagen. Immer nur Stress, ey. Mach mal eine Ruhe. Okay. Gut. Ja. Jetzt gehe ich ein Stück weiter und gehe dann wieder zurück. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich hier war. Das regnet ja immer noch, aber ich habe keine Lust darum zu hängen und auf Stress zu warten oder was. Ich bin nicht wegen der Runde sogar ein bisschen los. Ich muss schauen, dass ich mich fühlen will, dass ich das nicht gut. Na gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich bin mal ganz auf der Runde.